ketogene Fischfrikadellen. Dafür brauchst du 950 Gramm Alaska Seelachs, 2 Brokkoliröschen, 8 Blumenkohlröschen, 1 Würfel Ingwer, circa 2 Handvoll Frühlingszwiebeln, 2 Eier, Gewürze schreibe ich dir in die Kommentare, 150 Gramm Käse, 3 Esslöffel Kokosmehl. Das Ganze wird dann püriert, bis so eine Masse entsteht. Es ist etwas fester, sodass du daraus diese Frikadellen formen kannst. Nach dem Braten sieht das so aus. Ich habe das Ganze zusammen mit etwas Creme fraiche gegessen.